Hallöchen, ihr Lieben. Heute sind wir wieder in der Matrizenrechnung unterwegs. Ganz konkret geht es darum, wie man händisch, das heißt ohne Taschenrechner, die erste Folgeverteilung berechnet. Gegeben haben wir jetzt hier diese Matrix und der Text, der verrät uns die aktuelle Verteilung. Wenn deine Aufgabe darin besteht, die erste Folgeverteilung zu berechnen, dann funktioniert das Ganze nämlich folgendermaßen. Du schnappst dir deine Matrix und multiplizierst diese mit der Ausgangsverteilung, also mit der Verteilung zum Zeitpunkt 0 und kriegst dann deine Verteilung eine Zeiteinheit später heraus. Häufig ist es ja so, dass man in den Textaufgaben von Tagen spricht. Das wäre dann die Verteilung nach einem Tag. Oder wenn der Text irgendwie die Zeiteinheit eine Woche verrät, dann wäre es dann die Verteilung nach einer Woche. Übrigens kannst du dieses Schema auch weiter fortsetzen. Die Matrix mal die erste Folgeverteilung ist dann die übernächste Folgeverteilung. Wie du siehst, hat das Ganze ziemlich viel mit dem Multiplizieren zu tun. Daher hier eine Seite, das Multiplikationskreuz habe ich dir ja schon in dem Video ja, sozusagen präsentiert, in dem es darum ging, wie man zwei Matrizen miteinander multipliziert. Super Hilfsmittel, die Matrix, die schreibst du hier unten hin. So, also im Endeffekt 0,2, 0, 0,3, 0,1, 0,4. 0,7 exakt abschreiben, so wie sie da steht. Relativ einfach. Und dein V0, das kommt hier oben hin. Das Ergebnis, was ja hier in diesem Kontext die Bedeutung V1 hat, wird dann hier unten ermittelt. V0, einmal ein kurzer Blick zum Text. Der V0 ist ja in dem Beispiel, ja, aktuell besuchen 100 Menschen das Kino A. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie die Aufteilung A, B, C notieren wollen, haben wir 100 bei A und jeweils 200 bei B und C, also 200 und 200. Wir haben also übrigens insgesamt 500 Personen hier beteiligt. Genau dieser Anfangsvektor, der kommt dann hier hin. Also 100, 200 und 200. So, jetzt wollen wir das Ergebnis ermitteln. Das heißt, wir rechnen jetzt U mal V0 an diesem Matrizenmultiplikationskreuz. So, das Ergebnis wird wieder ein Vektor mit drei Einträgen sein. Für die erste Zeile oder für die erste Zahl schaust du hier einmal an die Seite. Du siehst, es ist die erste Zeile. Und ja, wir haben nun einen Vektor gegeben, also ist das die Spalte. Die Rechnung ist dann wie immer, wie im Matrizenmultiplikationsvideo, außen mal außen plus innen oder Mitte mal Mitte plus innen mal innen. Also die Rechnung ist 0,2 mal 100 plus 0 mal 200 plus 0,3 mal 200. Wenn wir das Ganze ausrechnen, 0,2 mal 100 sind 20. Tendenziell im Taschenrechner freien Teil kannst du sicherlich irgendwie Nebenrechnung aufschreiben, wobei ich nicht die komplette Rechnung aufschreiben würde, sondern immer nur Zwischenergebnisse. 0,2 mal 100 sind 20. Ja, 0 mal 200 sind 0. 0,3 mal 200 sind 60. Dann können wir das Ganze einmal plus rechnen. 20 plus 0 plus 60 sind 80. Und das ist dann auch schon der erste Eintrag. Übrigens, falls du dich fragst, wie man das relativ einfach im Kopf rechnet, ich weiß, wenn ich mal 100 mal 200, also wenn ich eine Dezimalzahl mit einer Zahl multipliziere, die zwei Nullen hat, verschiebe ich dann schon mal das Komma um zwei Stellen. Das heißt, aus der 0,2 wird erst einmal die 2, nächstes verschieben wird eine 20 und dann rechne ich einmal 20. Bei dem äußeren Eintrag, Komma um zwei Stellen, verschieben, dann war ich bei 30 und danach nur noch 2 mal 30. Das waren dann 60. Vielleicht so als kleiner Tipp, ein bisschen Kopfrechnen-Skills, darf man ja das ein oder andere Mal dann durchaus nochmal wiederholen. Zweiter Eintrag, da siehst du, es ist diese Zeile, denn es geht ja jetzt hier um diese Zahl. Und links davon ist es diese Zeile. Ja, Spalte haben wir nur eine, die da drüber steht. Ich mache das mal hier weg. Hier ist die Rechnung also 0,1 mal 100, was 10 ist. 0,4 mal 200, wir verschieben erst um 2. In der Kommastelle sind wir bei 40, rechnen dann 2 mal 40, also plus 80. Und dann die letzte Rechnung ist dann 0,7 mal 200. Erst einmal zweimal verschieben, da sind wir bei 70. 2 mal 70 sind 140. Jetzt können wir das Ganze ausrechnen. 10 plus 80, 10 plus 80 plus 140, da sind wir insgesamt bei 230. Das können wir jetzt hier eintragen. So, unterste Zeile, ja, unterster Eintrag, diese Zeile. Und diese Spalte, die Rechnung ist also 0,7 mal 100, das ist 70. Dann zweite Rechnung ist 0,6 mal 200, da sind wir dann bei 120. Und dann 0 mal irgendwas ist immer noch 0. Wenn wir das plus rechnen, sind wir hier bei 190. Dann können wir einmal notieren, V1
ist dann dementsprechend das hier. Und kleiner Tipp, wie du dein Ergebnis nochmal überprüfen kannst, ist folgendes. Du kannst deine Anfangszahl, Insgesamtzahl einmal erzählen. Wir hatten ja am Anfang 500 Leute. Wenn du das alles plus rechnest, kommt 500 raus. Und am Ende bei einer stochastischen Matrix, das heißt, wenn die Spaltensumme 1 ist, 0,2 plus 0,1 plus 0,7 ist 1. Genauso auch in der zweiten Spalte, 0 plus 0,4 plus 0,6 ist 1. Ebenfalls bei der dritten, 0,3 plus 0,7 plus 0 ist 1. Stochastische Matrix, wenn das der Fall ist, dann muss dein Ergebnisvektor immer noch dieselbe Gesamtzahl haben. Hierzu kannst du einfach 80 plus 230 plus 190 rechnen. Wenn du das einmal ausrechnest, kommst du auch hier auf 500. Das ist dann schon mal ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass du hier während dieser Rechnung alles richtig gemacht hast. Wenn ich jetzt tatsächlich die nächste Verteilung, das heißt die übernächste, berechnen würde, würde hier immer noch meine Matrix stehen. Dann würde ich jetzt hier diesen Ergebnisvektor, also V1, hier hinschreiben und könnte dann hier V2 berechnen. Ja, das war jetzt hier heute das Video, wie man eine Folgeverteilung tatsächlich händisch berechnet. Wenn du selber noch Videowünsche hast, dann bitte schreib die doch einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich außerdem freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, wenn du die Glocke vor allen Dingen aktivieren würdest. Das haben nämlich super wenig Leute, denn dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheint. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.